Okay, ich sag jetzt mal nichts. Das ist ja voll eklig. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Aber ich nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Aha. Dann nehmt doch auch mal den Schlüssel. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Aha. Edna, du bist beklüpft. So, okay. Was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir einen Bärchen mit Ohrenschmalz. Was können wir damit machen? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen doch mal raus. Was haben wir denn hier überall gehabt? Nee, bringt nichts. Hier waren wir ja schon. Wir brauchen einen Liftplan. Liftpool. Hui! Ich hab's geschafft. Komm, mit denen reden. Och süß. Komm, einschalten. Komm. Süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Sehr romantisch. So mitten auf dem Pissbecken. Nicht? Ist es ja toll. Na hier so, das feine Fingerfood. Alle zwei sitzen so ganz romantisch auf dem Pinkelbecken. Und ich mach mal das Licht an. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Meine Rede. Die Klappe, Harvey. Ich hasse Romantik. Davon verstehst du nichts. Scheiß Romantik. Kannst du mit dich reden? Reden? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Mhm. Haben wir denn hier noch was, was wir mitnehmen können? Das hier vielleicht? Okay. Wir könnten wieder das mitnehmen. Yippie! Oje. Hier noch was vielleicht? Fingerfood? Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Das geht schon. Weil du kannst du essen und kacken, alles in einen. Das ist ganz toll. Eigentlich nicht. Entschuldigung. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben hier Chips, wir haben hier Ohrenschmalz. Igitt. Oh, Igitt. Ist gebraucht, nichts mehr gebraucht. Ich weiß ja auch nicht, wa? Gehen wir nochmal raus. Wir gehen nochmal hier rein zu ihm. Reden. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Yeah. Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Hello. Was macht die Forschung? Leist du mir dein Ticket für den Wäschelift? Was macht die Forschung? Ich schau mal später mal vorbei. Leist du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Mhm. Warte mal, wenn wir dir jetzt mal diesen Ohrenschmalz geben, geht das? Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Oh, ja. Nein, ich meinst plus du. Minus 10 Minuten. Ja, so ungefähr, nicht? Guck mal, ich habe Dino-DNA. Ich habe da was für dich. Ach, weiß Gott. Oh, Bernstein! Aus den peruanischen Bernsteinminen. What a pity. Da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Dino-Zucht-Programm unbrauchbar. Du kannst scheiße. Es wieder haben. Aber stück ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Army über die Globus marschieren. Ein Einschluss, da brauchen wir noch irgendwas, was? Plus was? Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir vielleicht... Nein! Verdammt! Leck! Und dazu noch dieses Ja. Das ist schon mal richtig, aber wir müssen noch irgendwas reintun. Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Warte, was dich führen lässt. Aber ich lasse auch keinen führen. Weil ich nicht tanze.
Wir brauchen noch irgendwas dafür, bloß was? Leute, wie gesagt, es ist Jahre her, wo ich das mal gespielt habe. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen hinterlistige Himbeerkerne. Nein, nicht Himbeerkerne, die sind ja... Boah, die Himbeerkerne. Kennt ihr auch die Kämpfe gegen die Himbeerkerne? Die waren immer so furchterregend grausenhaft. So, dann muss da irgendwo was sein. Trockelbecher! Trockelbecher? Hallo, Trockel. Trockelbecher. Na gut, dann halt Trockelbecher. Trockelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. Aha. Okay, das mach ich auch. Ich lasse mir so eine tolle Frisur wachsen, kaufe mir einen Schrubber, stelle mich hin und sage immer Trockelbecher, Trockelbecher. Bin ich da auch so voll süß? Wenn ich endlich meine Frau fürs Leben finde, ne? Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Ich will die Schocktherapie. Ich will die Schocktherapie. Ja. Sehr tapfer Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Ach so, der bessere Kleiderbügel, verdammt. Sprechen wir über was anderes. Verdammt, 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 wir brauchen den Kleiderbügel hier dafür. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Ja, wir passen uns unser Karma auf. Was haben wir denn noch so? Wir haben die Schere. Wir haben die Polizeimarke, wir haben Cornflakes-Packung, können wir vielleicht... Gute Idee. Ich verpasse einigen Cornflakes eine Zickzackkante. Auf diese Weise bekomme ich Mini-Ninja-Sterne mit Zimtgeschmack. Ja! Dadurch genau. Bin ich unbesiegbar. Ja! Oh nein. Mein Traum liegt in Bröseln. Och nö, hab gedacht. Manu. Ein paar vielleicht Muster werden ja wohl nicht schaden. Aha. Damit? Comic-Heft-Bild. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Warum nicht? Das wäre respektlos. Es ist respektlos. Harvey, ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Ja, ich. Das ist es ja. Respektlos. Verdammt, verdammt. Irgendwas übersehen wir hier gerade, liebe Freunde. Irgendwas übersehen wir hier gerade. Wir haben den Ohrenschmalz. Das ist schon sehr wichtig. Wir haben einen Telefonhörer. Das Kabel ist bereits zerschnitten. Ach nee. Gehen wir hier rein? Doch auch, hier. Telefon für dich. Geh mal ran. Wichtig. Hallo? Das geht. Aha. Für dich. Für mich? Aha. Nein, ich fürchte, das haben Sie falsch verstanden. Fahrscheine sind nicht übertragbar. Nein, ganz sicher. Wiederhören. Bitteschön. Mist. Alles klar, das Spiel ist doch sowas von irre. Ich will die Kontakte verschenken. Wollte ich. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Ja. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ja. Schau doch mal genau hin. Das ist es schon. Du bist bloß blind und blöd. Was soll das sein? Eine Karte. Für den Wäschelift? Ja. Vielleicht? Ja? Ist es aber nicht. Ist es wohl. Mann. Kann ich zufällig ordnungsweise diesen Schläger vom Kopf knallen? Ja, gleich mal zurück die Schuhe, wenn ich dir dein Vampirherz zersteche. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Verdammt. Was müssen ich hier tun? So, von dir haben wir ja... Ich will mal die Wachsmalstifte haben. Kriege ich die? Entschuldigung? Die brauche ich noch. Nein. Brauchst du eben nicht.
Oder kann ich den zufälliger Art und Weise irgendwie niederschlagen? Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? So siehst du es. Nicht wichtig. Ja, da ist jetzt meine Pudelschläger vorne. Versorgen geklopft, kleiner Mann. Ich hab hier was für dich. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein kaputtes Stuhlbein. Verdammt. Nein. Und? Was ist es dann? Ich bin ungeheuer gespannt. Es... Echt? Ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Verstehe. Wie das Konzept für ein marktfähiges 2D-Adventure-Spiel. Exactamundo. Dann stell dein immaterielles Wirtschaftsgut bitte da hinten in die Ecke. Dort ist die Luftbewegung nicht zu stark. Wir wollen doch nicht, dass es sich verflüchtigt. Sehr tiefgründig. Cute. Eine Staffelei, kann ich da eigentlich nehmen? Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Ich möchte mich gern kreativ betätigen, junge Dame. Und nebenbei ein Computerspiel spielen, das geht ja alles mit einmal. Sollen wir hier? Oder das nehmen wenigstens? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ja, musst du machen. Falls jemand an die Wand spuckt, du musst es abwischen. Verdammt! Barmann, einen Drink bitte. Ja, aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Blauwoll Deluxe. Ein Stinkgetränk, ein Kaffee, ein Glas Wasser. Bigidibu, die Komplettlösung. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja. Ja, die hättest du wohl gerne. Ja. Geht aber nicht auf der Karte. Steht ja wohl. Böser. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Was bekommen wir denn? Einen Edna Surprise, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Bekommen wir hier eigentlich irgendwas? Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Darf ich ihn töten? Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier... Ja, halt die Klappe. So. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Ja. Einen Stinktrink. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Wenigstens das geht. Sogar mit Strohhalm. Juhu. Was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Es könnte deine fehlende Unterwäsche sein. So, was haben wir denn? Ein Strohhalm und ein Stinktrink. Um Gottes Willen. Das wäre die unheiligste aller Allianzen. Okay, dann... Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahrensinn davor, es zu probieren. Ja, glaub ich dir. Heilige! Harvey, halt's Maul. Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi, na das wäre ja fast in die Hose gegangen. Was? Na schön. Mal die Öffnung vergrößern. Das ist immer so ein Ding mit der Öffnung vergrößern. Das wisst ihr selber. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Was soll ich schreiben? Alles. Biggidi buggidi boo. Okay. Genau. Was soll ich schreiben? Wasser. Okay. Oh Mann, gelesen. Der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Freunde. Barmann, wie geil ist dieses einen Spiel? Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte.
und geht wie wohl. Das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Nein, habe ich gar nicht. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Also auf alle Fälle war schon irgendwas hier dafür. Ich glaube, da ist bereits genug Ohrenschmalz drin. Meinst du? Quietsch, 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 quietsch. Geht's weiter. In der Regel ein Regal, das ist für mich die größte Qual. Ich habe gerade mal keine Ahnung, was wir machen müssen, liebe Freunde. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Wir haben Chips, wir haben Ohrenschmalz, wir haben Telefon, Comicheft. Füllfederhalter. Ich kann weder den Stift zerschneiden, noch kann ich die Schere bemalen. Nein! Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Ich will nicht mehr. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.